Für diesen Fall begeben wir uns ins mittelamerikanische Paradies nach Panama. Das kleine Land auf der Landbrücke zwischen Mittel- und Südamerika zieht jährlich tausende Besucher an, wegen der kilometerweiten Palmstrände, faszinierenden Regenwälder, der unberührten Natur Panamas, und deswegen gilt es für sehr viele Leute als Traumurlaubsziel. Und so machten sich im Jahr 2014 auch zwei junge niederländische Studentinnen auf den Weg ins weit entfernte Panama. Einmal eine große Reise wagen, bevor der Ernst des Lebens losgeht. Doch ihre Reise endete in einer Tragödie, und was ihnen zugestoßen ist, wirft bis heute mehr Fragen als Antworten auf. Wer sich übrigens mehr mit diesem Fall beschäftigen möchte, dem werde ich am Ende des Streams oder unter dem Video dann eine Seite verlinken, die alles, was es zu diesem Fall gibt, aufgedröselt hat. Sogar, ja, Artikel übersetzt hat ins Englische, einfach damit der Wissensstand aller Leser gleich ist. Diese Seite setzt sich so krass damit auseinander. Man hat noch viel mehr Videomaterial. Wir gucken uns, Fotomaterial, wir gucken uns heute auch schon ein bisschen was an. Aber wer in diesem Fall mal versinken möchte, kann das sehr gern tun. Die Seite bietet unfassbar, unfassbar viel Informationen. Ich hoffe, ihr versteht, wenn ich heute nicht alles aufzähle, aber ein bisschen und immer mal wieder so eine kleine persönliche Anmerkung auch einwerfe, was ich zu den Fotos denke. Nun reden wir darüber, was passiert ist. Am 15. März 2014 verabschieden sich Chris Kremers und Lisanne Frohn am Amsterdamer Flughafen von ihren Eltern und Geschwistern. Die beiden Freundinnen, die zusammen im Studentenheim wohnen und sich durch ihren gemeinsamen Nebenjob bei einem Café kennengelernt hatten, traten ihre große Reise nach Panama an. Lisanne war 22 Jahre alt, sportlich und groß, mit braunen, mittellangen Haaren, und sie hatte gerade ihr Studium in der Psychologie fertig gemacht und, ja, wurde von ihrer Familie als nachdenkliche, einfühlsame und ein bisschen schüchterne Person beschrieben. Ihre Freundin Chris war eher extrovertiert, immer fröhlich, mit langen rotblonden Haaren und ein Jahr jünger als Lisanne. Sie hatte ihren Bachelor in Sozialpädagogie und wollte gern nach der Reise den Master in Kunstgeschichte machen. Sie liebte Festivals, Musik, Theater, ihre Lieblingsband waren die Red Hot Chili Peppers. Und besonders für Lisanne war das Abenteuer Panama aufregend, denn sie war erst vor kurzem bei ihren Eltern ausgezogen, und ja, für sie war es so was Besonderes, weil sie mit ihren Eltern maximal bis zum Schwarzwald gereist ist. In ihren ersten Tagen in Panama verbrachten die Mädchen mit einer Rundreise, besuchten den Strand, lernten zwei niederländische Touris kennen und weitere internationale Touristen. Aber ihr Aufenthalt in Panama sollte nicht nur Urlaub sein, sondern sie wollten auch etwas Gutes tun und gleichzeitig ihr Spanisch verbessern. In Boquete, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, einer kleinen Stadt an der Westgrenze des Landes, wollten sie in einer Sprachschule arbeiten. Ja, und bereits von der Heimat aus haben sie dafür alles organisiert. In der ganzen Zeit lebten sie bei einer Gastfamilie in Alto Boquete, und Miriam Guerra, die Mutter der Gastfamilie, beherbergte halt schon seit vielen Jahren immer mal wieder Austauschstudenten, internationale Studenten, und die hatten halt nicht nur ihr eigenes Zimmer, sondern sogar einen eigenen Eingang. Am 29. März erreichten die beiden Mädchen Boquete, doch Enttäuschung machte sich bei beiden sehr schnell breit, denn die Sprachschule, bei der sie arbeiten wollten, hatte noch keinen Platz für sie frei und bat sie, eine Woche später anzufangen, dort zu arbeiten. Ja, besonders die Sandhaft das sehr hart, denn sie hatte von zu Hause alles perfekt für ihren großen Trip nach Panama geplant, und so schrieb sie ihren Eltern: Wir wurden weggeschickt und ich bin wirklich sehr enttäuscht. Allgemein, und das ist wichtig, hielten sie zu ihren Eltern sehr regelmäßig Kontakt. Sie meldeten sich ständig bei ihnen, und diese Enttäuschung, die sie dort empfand, konnte Lisa noch nicht vor der Gastfamilie verheimlichen. Ja, Miriam vertraute sie zum Beispiel an, dass sie sehr enttäuscht ist und jetzt gar nicht wüsste, was sie mit ihrer Freizeit anstellen sollte.
Und der Gastmutter ist vor allem eins aufgefallen. Lisanne hustete viel. Sie hatte starke Halsschmerzen und fühlte sich nicht gut. Deshalb war sie verwundert, dass die beiden Mädchen 2 Tage später eine lange Wanderung antreten wollten. Trotzdem machten sich die beiden am 1. April auf den Weg, die Landschaft zu erkunden. Wie gesagt, diese Fotos gibt es also auf dieser Seite dann. Könnt euch das alles angucken. Ihr könnt die Mädchen quasi begleiten bei der Reise, die sie jetzt machen. Vormittags ließen sie sich von einem Taxi an den El Pianista Trail bringen, einem berühmten Ziel für Touristen. Das muss man auch noch wissen, der El Pianista Trail ist ein 8 Kilometer langer Pfad, bei dem man 1250 Höhenmeter überwindet und dessen Ziel die Aussichtsplattform El Mirador ist. Der Wanderweg führt vorbei an Wasserfällen, an Plantagen, hoch in den Regenwald, ja, und den anschließenden sogenannten Nebelwald. Am Aussichtspunkt El Mirador angekommen, entschädigt diese anstrengende Reise dann mit einem wunderschönen Blick auf den phänomenalen Ausblick auf den Atlantischen und den Pazifischen Ozean. Wichtig für den weiteren Verlauf ist allerdings, dass das eine Sackgasse ist. Also, der El Pianista Trail, man geht hoch, guckt sich an und geht auf dem gleichen Weg wieder runter. Es gibt zwar noch einen Pfad, der weiterführt, aber der ist nicht für Touris und es ist mitten durch den Wald und ist auch nicht ausgeschildert und das wissen die eigentlich auch. Lisanne und Chris traten die Wanderung an diesem Tag vormittags an. Sie waren leicht bekleidet, Lisanne mit türkisfarbenem Top, wie ihr seht, und schwarzer Shorts und Chris mit einem weiß-rot gestreiften Top und Jeansshorts. Sie wurden begleitet von einem Hund. Das war der Hund des Restaurantbesitzers, der seine Gaststätte am El Pianista Trail hatte. Also, diesen Weg macht der Hund wohl öfter. Bei sich hatten sie nur das Wichtigste: ihren Reisepass, Wasser und ihre Digitalkamera, mit der sie bereits ihren gesamten Urlaub dokumentierten. Die Fotos zeigten Chris, wie sie ja mit einer Kokosnuss am Strand war, Lisanne mit einem Seestern, die haben Selfies gemacht. Egal wie verwackelt oder unglücklich das Foto getroffen ist, keines dieser Fotos wurde von den Mädchen gelöscht. Behaltet das im Hinterkopf. Auch ihren Aufstieg am El Pianista Trail dokumentierten die beiden Frauen. Lächelnd fotografierten sie sich im Tal und posten später vor der Aussicht vom El Mirador. Und dies sollten die letzten Bilder sein, die Chris und Lisanne lebend zeigen. Die Kamera wird später zu einem der wichtigsten und gleichzeitig unheimlichsten Beweisstück, deren Fotos bis heute extrem viele Fragen aufwerfen, denn es waren nicht die letzten Fotos, die mit der Kamera geschossen wurden. Am Abend des 1. April wollten Chris und Lisanne eigentlich wieder zur Gastfamilie nach ihrer Wanderung zurückkehren. Doch nur der Hund des Restaurantbesitzers kehrte wieder zurück. Ohne die beiden niederländischen Studenten. Daraufhin begann die Gastfamilie nun die Suche. Ja, stundenlang haben sie die Umgebung abgesucht, aber sie haben natürlich nichts gefunden. Am nächsten Morgen, also dem 2. April 2014, waren sie eigentlich mit einem einheimischen Tourguide verabredet, der eine Führung durch den Nationalpark in Bukete machen sollte. Aber als die Studenten nicht auftauchten, fuhr dieser mit einer Lehrerin der Sprachschule zur Gastfamilie und durchsuchte das Zimmer der Mädchen nach Hinweisen. Als sie nichts fanden, verständigten die Mitarbeiter die Sprachschule und die Gastfamilie der lokalen Behörde. Diese begann am 3. April die Suche nach den beiden Frauen zu Fuß und mit Hilfe von Helikoptern. Auch die Eltern der beiden in den Niederlanden beginnen sich nun Sorgen zu machen. Seit dem 1. April herrschte Funkstille zur Familie von Chris und Lisanne. Denn das war auch eigentlich gar nicht ihre Art, sich nicht zu melden. Die haben sich wegen jeder Kleinigkeit per WhatsApp bei denen gemeldet. Ja, bereits am 2. April ahnte also die Familie etwas Schlimmes und Chris' Vater schrieb seiner Tochter, dass sie sich bei ihm melden sollte. Doch er erhielt keine Antwort.
Auch die Suchtrupps, die das gesamte Gebiet abgesucht haben, fanden keine Spur oder Hinweise von den beiden. Am 6. April sind dann die Familien der Studentin in Panama eingetroffen und haben zusammen mit den niederländischen Behörden sowie Spürhunden, die ebenfalls die Suche nach Chris und Lisanne unterstützen sollten, gemeinsam das komplette Gebiet abgesucht. Die panamaischen und niederländischen Suchtrupps, die Eltern, Spürhunde und Einheimische durchsuchten 10 Tage den dicht bewachsenen Wald nach den beiden. Aber sie fanden nichts. Sie waren wie vom Erdboden verschluckt. 10 Wochen später gab es die ersten Hinweise auf Chris und Lisannes Verschwinden. Am Ufer eines Reisfeldes findet eine einheimische Bäuerin nämlich einen Rucksack. Und sie ist sich sicher, dass dieser Rucksack einen Tag zuvor noch nicht da gelegen hat. Der Rucksack war 17 Kilometer von Bukete entfernt, ja, wo die beiden Mädchen bei der Gastfamilie wohnten, und 14 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem die Mädchen zuletzt gesehen wurden. Als sie den Rucksack den Behörden überbringt, ist etwas ziemlich seltsam daran, denn der Rucksack und der Inhalt waren vollständig trocken. Es war nur ein günstiger Rucksack aus billigem Lycra-Stoff, der definitiv nicht wasserdicht ist. Auch machte der Rucksack den Eindruck, dass er nicht 72 Tage im schlammigen, dreckigen Regenwald gelegen hatte, denn er war sauber und hatte keine Verschleißspuren, obwohl es in den Wochen zuvor starke Regenfälle gegeben hatte und auch leichte Überschwemmungen. Aber eines war sicher, es war der Rucksack von Lisanne. In dem Rucksack befanden sich 2 ordentlich zusammengelegte BHs. Aufgrund der Fotos, die wir haben, können wir sagen, dass das die BHs sind, die die Mädchen am Tag ihres Verschwindens getragen haben. 2 Sonnenbrillen, eine leere Wasserflasche, Lisannes Pass, Chris' Krankenversicherungskarte, die Handys der beiden Mädchen, ein Samsung Galaxy von Lisanne und ein iPhone von Chris und 83 US-Dollar und die Digitalkamera. An dem Rucksack konnten insgesamt 13 Fingerabdrücke gesichert werden. An den Handys und der Kamera und 6 an den BHs, also 12 an den Handys und der Kamera, 6 an den BHs. Aber die panamaische Polizei hat diese Fingerabdrücke nie weiter verfolgt oder die Ergebnisse nicht veröffentlicht. Jedenfalls finden wir zu den Fingerabdrücken gar nichts. Die Auswertung der Handys und Kameras wurden jedoch veröffentlicht und gaben für die niederländischen und panamaischen Ermittler viele Rätsel auf. Bis heute ist der Fall im Internet heiß diskutiert und die Menschen versuchen, sich die Fragen, die das Verschwinden von Lisanne und Chris aufwarfen, irgendwie zu erklären. Beginnen wir mit den Handys. Die Handys der beiden zeigen, dass ihnen bereits wenige Stunden nach Beginn der Wanderung etwas zugestoßen sein muss. Um 13.40 Uhr starteten sie ihren Trip auf dem El Pianasta Trail. Um 16.39 Uhr setzten sie den ersten Notruf ab. Es wurde 112 gewählt, die niederländische Nummer für den Rettungsdienst. 10 Minuten später unternahmen sie den zweiten Versuch, den Rettungsdienst zu kontaktieren. Diesmal mit der 911, was in Panama der Notruf ist. Aber wegen des schlechten Empfangs gingen beide Anrufe nicht durch. Danach wurden die Telefone abgeschaltet und 14 Stunden später wieder entsperrt, um erneut den Notruf zu wählen. 14 Stunden sind vergangen, bis die Mädchen wieder anscheinend ihr Handy in die Hand genommen haben. In den folgenden Tagen wurden mehrere Versuche unternommen, den Notruf zu verständigen. Dabei wechselten sie sich mit den Anrufen ab. Am 2. April wurden zum Beispiel Anrufe um 6.58 Uhr, 8.14 Uhr, 10.53 Uhr und 13.56 Uhr getätigt. Am 2. April war auch der einzige Tag, an dem Lisannes Handy eine kurze Verbindung aufbauen konnte. Diese hielt allerdings nur wenige Sekunden und reicht nicht, um mit dem Notruf zu kommunizieren. Entweder weil die Verbindung abgebrochen ist oder
weil sie sie abbrechen musste. Es sollte allerdings das letzte Mal sein, dass eines der Handys überhaupt Empfang aufbauen konnte. Nach den Versuchen, den Notruf zu erreichen, wurden die Handys immer wieder ausgeschaltet. Als mehrere Stunden später der Versuch von Chris' iPhone gemacht wurde, den Notruf zu wählen, wurde ein Screenshot gemacht. Vielleicht aus Versehen, vielleicht aber auch nicht. Die Versuche, der beiden Frauen ihre Handys einzuschalten und den Notruf zu wählen, wurden in den kommenden Tagen immer weniger. Zwischen dem letzten Anruf am 2. April und dem Anruf am 3. April lagen 19,5 Stunden. Meist wurden die Handys danach einem bestimmten Muster der Zeiten nur noch eingeschaltet. Am 5. Tag ihres Verschwindens versagte schließlich Lisans Akku. Am 6. Tag wurde dann plötzlich Chris' iPhone angeschaltet und mehrmals versucht, dieses zu entsperren. Und dafür muss man einen Handy-PIN eingeben und dann nochmal einen SIM-Karten-PIN. Bis zum 5. April wurden beide PINs immer richtig eingegeben. Am 6. Tag waren die Eingaben allerdings falsch. Somit ist davon auszugehen, dass nicht Chris versucht, ihr Handy zu entsperren. Die Ermittler gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt etwas mit Chris passiert ist, beziehungsweise, dass sie vielleicht verstorben ist oder das Bewusstsein verloren hat und Lisanne nun panisch versucht, ihr Handy zu entsperren, da ihr eigenes Handy keinen Akku mehr hatte. 5 Tage blieb Chris' Handy ausgeschaltet und erst am 11. April wurde es nochmal angestellt. Es wurden aber keine Versuche getätigt, den PIN zu entsperren oder den Notruf zu wählen. Eine Stunde war das Telefon einfach nur an, bis der Akku leer war. Während dieser Zeit wurden die Handys außer für Notrufe nicht genutzt. Sie legten keine Notiz an, kein Video nahmen sie auf, sie versuchten nicht, ihre Eltern zu schreiben. Wichtige Dinge, die man ja eigentlich tut, wenn man merkt, dass man irgendwo alleine ist und scheint, dass keine Rettung zu Hilfe kommt. Also waren die Frauen vielleicht nicht alleine und konnten nur in einem unbeobachteten Moment ihre Handys benutzen, um vielleicht einen Notruf abzusetzen? Viel erschreckender und gruseliger sind auf jeden Fall die Auswertungen neben der Handydaten, der Fund der Kamera inklusive der Speicherkarte. Es wurden nicht alle Fotos von den Ermittlern veröffentlicht, das kann ich gleich sagen, und einige gerieten erst später oder durch Leaks an die Presse. Die Kamera verfügte über keine GPS-Funktion, somit konnten die Standorte der Bilder nur anhand der Umgebung erraten werden. Ich werde euch nun ein paar Fotos zeigen. Wie gesagt, wenn ihr alle Fotos sehen wollt, gleich wird auch der Link eingeblendet. Es ist unheimlich, aber ihr seht nichts Blutiges oder so, kann ich gleich sagen. Ich weiß auch, dass diese Fotos sehr gründlich schon analysiert wurden, dass sie aufgehellt, abgedunkelt wurden, dass man versucht hat, sie schärfer zu stellen und so weiter. Und ich zeige nun erste. Dieses Bild zum Beispiel, das zeigt Lisanne und Chris am 1. April den El Pianasta Trail entlang gehen. Das Wetter war gut, die Sonne schien und die beiden machten ausgelassene Fotos. Auch beweisen die Fotos, dass Lisanne und Chris den Aussichtspunkt El Mirador gegen 13 Uhr erreichten und dort auch wieder vor der Aussicht posierten. Ich habe die beiden Bilder mal zusammengesetzt. Die sind auch so zusammengesetzt auf der Seite zu sehen. Was für eine Diskussion sorgte, ist, dass zwischen diesen Fotos nur 6 Sekunden lagen, aber anscheinend unterschiedliche Wetterverhältnisse sind. Dafür wurden andere Fotos dann analysiert, auf denen man sieht, dass eine Wolkenfront ganz weit hinten ist und dass das vielleicht ganz schnell aufgezogen sein kann. Aber das wollte ich nur mal am Rande sagen, nur damit ihr das seht. Anhand der Fotos konnten die Ermittler jedoch feststellen, dass die beiden nicht den El Pianista Trail wieder zurückgegangen sind. Wie ich euch gesagt habe, ist das ja eigentlich eine Sackgasse. Eigentlich ist das üblich für Touris, dass sie diesen Weg zurückgehen und die beiden hätten das auch normalerweise gewusst, dass sie da zurückgehen müssen. Also wurden die beiden möglicherweise verfolgt und in den dicht bewachsenen Wald getrieben, durch den lediglich ein kleiner Pfad führt.
und die normalerweise nur Einheimischen nutzen? Fürchteten sie sich vor jemandem, der, ja, wollten sie vielleicht einer Person aus dem Weg gehen und haben dann die Orientierung im Nebelwald verloren? Oder riet ihnen vielleicht sogar jemand, diesen Pfad entlang zu gehen, da man dort angeblich zu einem Wasserfall kommt? Aber die Eltern der beiden Mädchen sagen, das halten sie eher für unwahrscheinlich, weil die beiden doch sehr verantwortungsbewusst waren. Die Fotos, die nun aufgenommen wurden, zeigen nur noch Chris, wie sie vor Lisanne in dem dicht bewachsenen Dschungel zu sehen ist. Das Lächeln von Chris ist gewichen. Sie schaut nun ernst. Dieses Bild wurde um 13:20 Uhr aufgenommen. Es ist Foto Nummer 505. Ungefähr zu dieser Zeit verloren die beiden auch ihren Handyempfang. Das ist auch ein umstrittenes Bild, kann ich gleich sagen, weil manche vermuten, dass ihre Hände auf dem Rücken zusammengebunden sind, aber das stimmt nicht. Das ist jetzt hier zwar für euch klein, aber man kann im Internet Bilder finden, die da richtig ranzoomen. Sie macht so. Kurz darauf fotografierte Lisanne noch den schmalen Pfad, den sie lang wanderten. Foto 507 und Foto 508 zeigen Chris, wie sie einen schmalen Bach überquert, um 13:54 Uhr. Ja. Danach hören die Fotos vom 1. April abrupt auf und die Kamera wurde erst wieder mehr als eine Woche später am 8. April genutzt. Diese Bilder wurden alle in der Nacht geschossen und begannen mit Foto Nummer 510. Foto 509 fehlte. Und das bis heute. Foto 509 gilt als der mysteriöseste Hinweis in diesem Fall, obwohl dieses Foto nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Denn das Foto wurde, wie gesagt, gelöscht. Niederländische IT-Spezialisten haben sich hingesetzt und versucht, es wieder herzustellen, aber das war nicht möglich. Ja, das Besondere ist, dass wenn man über eine Digitalkamera ein Foto löscht, dass man es am PC nochmal herstellen kann. Also die sind nicht wirklich weg. Aber wenn man ein Foto am PC löscht, ist es weg. Es ist somit klar, dass das Foto mit Hilfe eines Computers gelöscht sein musste. Dieses Kameramodell ist dafür bekannt, dass es nicht mit den Nummern durcheinander kommt. Falls es jemand jetzt als Theorie hat, das wurde überprüft, bei dem Kameramodell passiert das nicht. Also muss das Foto von jemandem gelöscht worden sein. Und das waren definitiv nicht die Mädchen, denn sie hatten ja keinen Computer dabei. Ja, und seit dem 1. April waren sie nicht mehr an einem Computer. Unabhängig davon ist es ja auch untypisch, wie ich ja schon gesagt habe, wie ihr dann auch später bei den Fotos selber sehen könnt, wenn ihr mal nachforscht. Es wurde kein Foto gelöscht, egal wie verwackelt es war. Also muss Foto 509 das fehlende Puzzleteil sein. Das sagen jedenfalls sehr viele Menschen und viele fragen sich, was das Bild darstellte, ob vielleicht der Täter darauf war und vor allem, wer es gelöscht hat. Sehr viele sind sich sicher, dass das Bild den Täter zeigen würde. Wer hätte denn sonst Interesse daran, so ein Foto zu löschen? Ja, dafür extra an einen PC gegangen ist. Also der Rucksack und die Kamera lagen ja nach dem Verschwinden ganz woanders. Schien auch eindeutig, dass dieser, wie bereits erwähnt, trocken war und zu wenig Verschleißspuren zeigte. Manche äußern aber auch den Verdacht, dass die panamaische Polizei Foto 509 löschte, einfach weil sie möglicherweise belastendes Material enthielt und sie es der Öffentlichkeit vorenthalten wollten. Das kann zum Beispiel auch sein, weil dieser Fall sehr viel Aufmerksamkeit herangezogen hat und gerade für Panama, ein Land, das sehr arm ist und überwiegend von Tourismus lebt, sich halt nicht leisten kann, dass die internationale Presse nach einem Mörder sucht. Tja, wie gesagt, ab Foto 5:10 begannen dann die sogenannten Nachtfotos, die nicht minder unheimlicher sind als das Fehlen des Fotos 509. Es wurden in der Nacht vom 8. April 2014, also mehr als eine Woche nach ihrem Verschwinden, insgesamt 90 Fotos zwischen 1 Uhr und 4 Uhr aufgenommen.
Die meisten dieser Bilder sind in einer beklemmenden Dunkelheit fotografiert, mitten im Dschungel. Auf manchen ist vollkommene Schwärze zu sehen. Da wurde also Richtung Himmel fotografiert. Ja, manchmal sind Regentropfen zu sehen. Auf anderen sieht man Steine oder einen felsigen Untergrund. Ein Foto, welches die Familie von Chris sehr lange zurückgehalten hat und die Presse gegen ihren Willen veröffentlicht hatte, zeigt Chris verwuscheltes Haar. Das ist merkwürdig, weil die Haare trocken sind, obwohl es in der Nacht regnete. Außerdem sind die Haare weder verschmutzt noch fettig, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Mädchen ja schon seit einer Woche wohl im Dschungel waren und im tropisch feuchtwarm schlammigen Dschungel fetten die Haare nun mal schneller. Ein weiteres Bild lässt Ermittler und Hobbydetektive im Internet immer noch rätseln. Es zeigt einen dünnen Ast, an dem Fetzen von einer Plastiktüte geknotet waren. Daneben liegt ein Stück einer Kaugummiverpackung. Ob sie damit versuchten, Suchtrupps auf sich aufmerksam zu machen oder ja, das Konstrukt als Markierung nutzten, das weiß niemand. Ebenso ist ungewiss, ob Chris zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch lebte. Viele gehen davon aus, dass Chris bereits tot war und Lisanne die Kamera nutzte, um den Ort ihrer Leiche zu dokumentieren. Dafür sprechen auch die Versuche, 2 Tage vorher Chris' Handy zu entsperren. Ebenso gibt es die Theorie, dass die beiden versuchten, wilde Tiere zu verscheuchen. Dass sie versuchten, sich den Weg zu leuchten, scheint dagegen eher unwahrscheinlich, denn es konnten herausgefunden werden, dass die Aufnahmen nur aus einem kleinen Umkreis geschossen wurden. Also nicht einen Weg entlang. Außerdem gab es noch die Theorie, dass sie versuchten, Hilfe zu rufen mit dem Blitz. Aber auch das wirkt eher unwahrscheinlich, denn warum sollten sie erst nach 8 Tagen auf diese Idee kommen? Und dann mitten in der Nacht im dicht bewachsenen Nebelwald, ja, wo der Blitz schon nach wenigen Metern verschluckt wird. Eins konnten Fotospezialisten allerdings feststellen, denn die Fotos wurden systematisch nach einem bestimmten Schema erstellt, in einem gleichmäßigen Rhythmus. Und dadurch wirkt es nicht so, als hätten die Mädchen oder eines der beiden wahllos geknipst oder panisch durch die Gegend fotografiert. Deshalb gehen einige davon aus, dass die Fotos inszeniert sind und vielleicht vom Täter gemacht wurden, während Lisanne und Chris bereits lange tot waren. Dafür würden auch die trockenen Haare von Chris sprechen und das nicht durchgeweichte Kaugummipapier, das ihr hier seht. Nachdem dieser Rucksack mit Inhalt nun gefunden wurde, wurde die Suche von der Polizei weiter ausgedehnt. Und Einheimische halfen mit, darunter auch der Tourguide, mit dem sie ja eigentlich am Tag nach ihrem Verschwinden verabredet waren. Und der noch am selben Tag die Zimmer der Mädchen durchsucht hatte. Er war es auch, der am 19. Juni 2014 eine schreckliche Entdeckung im Dschungel machte. Im Nebelwald fand er Lisannes Schuh. Und in diesem Schuh steckte noch ihr Fuß. Und es war erstaunlich, dass der Tourguide den braunen Schuh versteckt in der dichten Bewaldung überhaupt sehen konnte. Der Fußknochen war auffallend sauber abgetrennt. Auch fand man kein Blut auf dem Schuh. Außerdem wurden weitere Beinknochen von Lisanne gefunden und ein Beckenknochenfragment, das Chris zugeordnet werden konnte. Ja, doch auch die Knochenfunde werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Die Knochen, die von den beiden Niederländerinnen gefunden wurden, zeigten keine Hinweise auf Stich- oder Schnittwunden und es sind auch keine Abdrücke drauf, die Tierzähne zeigen. Lediglich Lisannes Fuß war gebrochen, doch auch bei der Abtrennung zwischen Fuß- und Beinknochen konnten keine groben Schäden festgestellt werden. Die panamaische Polizei erklärte das mit dem natürlichen Verwesungszustand. Es ist einfach jedoch fraglich, ob in einem so kurzen Zeitraum die Verwesung so stark wäre. Außerdem waren die Knochen der jungen Frauen in komplett unterschiedlichen Zuständen.
Lisans gefundene Knochen waren noch mit Gewebe bedeckt. Chris' Knochen dagegen waren vollständig sauber und gebleicht, so als hätten sie schon mehrere Jahre in der prallen Sonne gelegen und nicht erst 2 Monate im dicht bewachsenen, schattigen Dschungel. Eine Erklärung dafür gibt es übrigens nicht. Ebenfalls wurde Chris' hellblaue Jeanshorts gefunden. Allerdings gibt es da auch 2 unterschiedliche Quellen. Eine sagt, sie wurde im Wasser treibend gefunden und einige sagen, die Shorts lag zusammengefaltet auf einem Stein. 2 Monate. Am 29. August 2014 machte der besagte Tourguide, der auch schon die Knochen fand, nun eine weitere rätselhafte Entdeckung. Neben weiteren Knochenresten fand er ein aufgerolltes Stück Gewebe. Was wieder erstaunlich war, dass dieses überhaupt gefunden wurde, denn die kleine Hautkugel sah aus wie ein Stück Laub oder Schlamm, was im verwilderten Untergrund gar nicht aufgefallen wäre. Es war ein Stück Haut von Chris' Bein, welches sich erst im Anfangspunkt der Verwesung befand und somit im kompletten Kontrast zu ihrem sauberen, gebleichten Beckenknochen war, der aussah, als wäre sie bereits seit Jahren tot. Der zuständige Forensiker konnte sich nicht erklären, wie fast 5 Monate nach dem Verschwinden die Haut noch so gut intakt sein konnte und geht davon aus, dass das Hautstück nicht die ganze Zeit im feucht-warmen Nebelwald gelegen haben kann, sondern an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wurde. Bereits am 20. Juni, also einen Tag nach dem Fund der Knochen, meldeten die Eltern von Lisanne und Chris der Presse, dass ihre Töchter verstorben sind. Heute werden keine Ermittlungen mehr in diesem Fall gemacht, denn die panamaische Polizei deklarierte den Tod von Lisanne und Chris als Unfall. Während ihrer Wanderung seien die beiden verunglückt und daran gestorben. Mit dieser Theorie gaben sich auch die Eltern der beiden zufrieden, wahrscheinlich eher, um endlich mit der Sache abzuschließen oder vielleicht auch aus Angst, was mit ihren Tochtern und ihrem Tod Schreckliches geschah. Ja, aber das Internet kann mit dieser Erklärung sich nicht zufrieden geben. Und seitdem suchen diese ganzen Hobbydetektive nach Anhaltspunkten, was es mit den Fotos auf sich hat und was mit den Mädchen passiert ist. Es gibt unzählige Theorien, was im April 2014 im malerischen Dschungel Panamas passiert sein könnte. Organhandel, Drogenschmuggler, denen Lisanne und Chris auf ihrer Route begegneten und die keine Zeugen haben wollten, oder vielleicht einfach nur ein einfaches Gewaltverbrechen, bei dem sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Alles scheint möglich. Doch eine Person ist während des ganzen Falls immer wieder auffällig. Ein Tourguide, der erst das Zimmer der Mädchen durchsuchte, dann die einzigen beiden Überreste ihrer Leichen fand. Ist er in diesem Fall der hilfsbereite Held oder hatte er was mit dem Verschwinden der beiden zu tun? Sein Name wird heutzutage nicht mehr in der Presse genannt, einfach weil, wenn man ihn googelt, gibt es zahllose Berichte von weiteren Touristen, die von ihren Erfahrungen mit diesem Tourguide berichteten. Ob Trittbrettfahrer oder echte Geschichten, kann man einfach nicht mehr verifizieren. Man kann es nicht mehr nachweisen. Einige Backpacker berichteten online, er sei dafür bekannt, nur Frauen mit auf seine Touren zu nehmen. Eine weitere Reisende schrieb, er sei regelrecht besessen von nordeuropäischen Touristinnen. Viele weibliche Touristen berichten in Reiseforen, sie fühlten sich von ihm bedrängt und er bei ihnen gegenüber aufdringlich. Manche berichteten von seinen Stimmungsschwankungen, von einer Sekunde auf die nächste sei er entweder fröhlich gewesen oder super aggressives Verhalten gezeigt haben. Und ein anderer Tourguide, der auch in den Nebelwäldern Panamas unterwegs ist, berichtet in einem Zeitungsinterview Folgendes. Einige unserer Kundinnen haben sich darüber beschwert, dass er sie belästigt. Es gibt auch Behauptungen, dass er die Angewohnheit hatte, mit seinen Kundinnen in heißen Quellen zu baden. Er sollte zumindest auf die richtige Weise verhört werden. Wenn dies in den Staaten oder in Europa geschehen wäre, wäre die Untersuchung ganz anders verlaufen.
Doch hätte es für den Tourguide überhaupt eine Möglichkeit gegeben, die beiden Frauen gefangen zu halten und gleichzeitig involviert in die Suche zu sein? Auch dafür gibt es ja eine nicht ganz so abwegige Erklärung, denn der Tourguide hatte einen Sohn. Und zusammen mit ihm lebt er auf einer Ranch in unmittelbarer Nähe vom Fundort des Rucksacks, der trocken war. Der Sohn kam vielen Bewohnern von Boquete zwielichtig vor. Angeblich sollte er in einer Jugendgang sein und allgemein sehr aufbrausend. Es gibt auch eine Theorie, dass der Sohn der Mörder der beiden war und der Vater seinen Sohn lediglich schützen wollte und deckte und aus Schuldgefühlen die entscheidenden Hinweise für Lisans und Chris Tod der Polizei lieferte. Doch, das sind alles nur Theorien. Beweise, dass er etwas mit dem Tod der Studentin zu tun hatte, gibt es nämlich keine. Im Jahr 2017 wurde eine US-amerikanische Studentin in derselben Region in Panama mit ihrem Bikini-Oberteil erwürgt aufgefunden. Als Täter wurde ein Jugendlicher ausgemacht, ob dieser aber wirklich alleine handelte oder auch vielleicht sogar etwas mit dem Mord an Lisanne und Chris zu tun hat, wurde nie weiter ermittelt. Wie gesagt, es gibt noch deutlich mehr Hinweise. Es gibt so viele Leute im Internet, die sich hingesetzt haben und auch die ganzen Daten, wo sie wann gewesen sein könnten, auf Karten aufgezeichnet haben. Wer sich mit dem Fall intensiver beschäftigen möchte, wie gesagt, da gibt es diese Seite. Dann könnt ihr da mal eintauchen. Für mich einer der unheimlichsten und schrecklichsten Fälle überhaupt.